Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So, wir legen los mit Versuch Nummer 2 meiner One Week With Me. Ich probiere das Ganze einfach nochmal. Heute ist Mittwoch. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist in den letzten Tagen ja ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen kann. Ich glaube, irgendwie sammelt das Leben da immer so ein paar schlechte Sachen, packt die dann zusammen, dann kann man die einmal abfrühstücken und weitermachen. Zuallererst natürlich die Info, die ich euch auch auf Instagram schon gegeben habe. Wölbchen hat ihre OP gut überstanden. Es wurden jetzt anfänglich tatsächlich nur 2 Zähne gezogen. Darüber bin ich total erleichtert. Auf der anderen Seite hat der Doc mich aber darauf vorbereitet, dass in den nächsten Monaten und in den nächsten 2, 3 Jahren nach und nach alle Zähne folgen werden. Das heißt, sie wird dann keine Schneidezähne mehr haben und eine ganz zahnlose Omi sein. Er hat gemerkt, dass der Zahnhalteapparat jetzt schon nicht mehr so richtig ist, dass die Zähne teilweise locker sind, aber eben nicht entzündet. Deshalb hat er jetzt erstmal nur 2 rausgeholt. Und das Gute ist, ich kann sie heute auch schon nach Hause holen. Habe ich gerade gesagt, es ist Mittwoch? Es ist nicht Mittwoch, es ist Donnerstag. Ein bisschen verwirrt bin ich also auch noch. Und wie ihr auch seht, ich kann mich filmen. Und das ist nicht mit dem Handy gefilmt, sondern mit meiner neuen Kamera. Meine Kamera ist ja auch noch geklaut worden. Das heißt, ich habe jetzt eine neue gekauft. Bin da leider fehlberaten worden. Ich bin mit der Kamera, die ich jetzt gekauft habe, tatsächlich nicht so ganz happy. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass sie 2, 3 Sachen kann, die sie aber nicht kann. Ich will euch nicht mit technischem Kram volllabern. Viel lieber möchte ich euch das zeigen. Winterwunderland da draußen. Es ist ordentlich am Schneien, was ich eigentlich super, super schön finde, weil ich Schnee mag. Auf der anderen Seite ist mir das nicht ganz so recht, weil ich heute mit dem Hänger fahren muss. Deshalb werde ich auch bis heute Mittag warten, weil dann sind die Autobahnen gestreut und dann kann ich Wölbchen hoffentlich relativ problemlos einsammeln. Ansonsten steht heute viel Büroarbeit an. Wir fahren jetzt als erstes zur Post und holen ein ganz besonderes Paket ab, was ich euch zeigen werde. Und zu Kanto geht es natürlich auch. Also ich werde euch jetzt den ganzen Tag mitnehmen und hoffen, dass mein zweiter Versuch dieser One Week With Me besser ausgeht. Dass ich keine Kameras verliere, keine Kameras geklaut werden, keine Pferde krank werden. Weil dann hoffe ich, dass ich euch die nächsten paar Tage mitnehmen kann. Es ist ganz schön verschneit. Ich habe schon eine Schneeflocke auf der Nase. Ich bin jetzt noch schnell an die Packstation gefahren. Hier wartet nämlich ein etwas peinliches Paket. Ich habe eine Heizdecke bestellt für das Ponyloft, weil es da im Moment trotz Heizung und so echt irgendwie kalt ist. Deshalb habe ich jetzt eine Heizdecke bestellt. Und in dieser Packstation wartet auch das allererste Exemplar von Hashtag Ponyliebe von meinem neuen Buch auf mich zur Voransicht. Und ich bin mega aufgeregt und werde euch das natürlich gleich unboxen. Letztens hat jemand zu mir gesagt, ich würde immer wahnsinnig teuer einkaufen, wenn ich immer im Rewe to go einkaufen würde. Ich kaufe natürlich nicht immer im Rewe to go ein, nur manchmal, wie jetzt. Aber jetzt kaufe ich tatsächlich auch nur Frostschutzmittel und 1 Liter Milch. Warte mal, wer da hinten auch ist. Hallo Czerlinski. Der muss sich gleich natürlich wieder hinlegen. Wir haben jetzt übrigens auch so ein Ding bestellt, dass man das zumachen kann. Viele von euch hatten mich darauf hingewiesen. Und während wir zwei hier so im Halbwarmen sitzen, guckt mal, was der Philipp macht. Oh, da ist noch die Milch. Seht ihr ihn dazwischen? Er füllt gerade mein Winterwaschwasser auf. Voll lieb. Tadadada! Hiermit bin ich offiziell alt. Ich habe ein Soft Flanell Heating Pad gekauft. Das ist eine Rentnerheizdecke. Es ist ein Soft Flanell Heating Pad. It's very Instagrammable. It's very old. Rentner-Heizdecke. Tada! So sieht das Ganze aus. Kleines Car-Unboxing. Ich fahre natürlich nicht. Wie ihr gesehen habt, fährt der Philipp. Das ist sehr kuschelig weich. Und falls ihr euch fragt, warum ich das überhaupt brauche, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es echt bei uns im Ponyloft ziemlich kühl ist. Das sind halt eigentlich mal so Lagerhallen gewesen. Wir haben das Ganze ja ein bisschen umfunktioniert. Und es gibt auch eine riesige Industrieheizung. Aber dieser Zähler von dieser Heizung, der geht immer nur so bing, 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 bing. Und trotzdem heizen wir natürlich. Aber irgendwie das so richtig warm zu kriegen, ist ein bisschen schwierig. Und deshalb ist aktuell bei diesen Temperaturen irgendwie unter 0 Grad einfach ein dicker Pulli angesagt und ab sofort meine kuschelige Heizdecke. Ich bin im Ponyloft angekommen. Hinter mir seht ihr meinen Arbeitsbereich. Danach habt ihr mich auch schon ganz oft gefragt. Ich werde euch hier auch noch eine richtige Roomtour drehen, wenn dann mal alles richtig eingeräumt ist. Aktuell warten wir noch auf einen Schrank.
den wir eigentlich längst bekommen sollten. Naja, anderes Thema. Eventuell kaufen wir jetzt einfach einen anderen Schrank. Auf jeden Fall muss da noch einiges sortiert werden. Und vor mir stehen ungefähr 40 Kartons, die noch zum Müll müssen, in den Papiermüll. Wir haben hier so eine, das ist ganz cool, so einen Wertstoffhof direkt um die Ecke. Da kann man das alles in die Papierpresse bringen. Deshalb zeige ich euch jetzt noch nicht das ganze Loft, aber das schon mal ist mein Arbeitsplatz. Da vorne hängt die Schleife, die ich letztens vom Cantolino gewonnen habe. Da seht ihr noch so Aktenkram, den ich sortieren muss. Und meine Heizdecke habe ich mir hier direkt drauf gemacht und die ist schön muckelig warm. Ihr fragt auch immer nach meinem Computer-Setup. Das ist mein MacBook Pro und ich habe eben so einen großen Bildschirm, damit ich besser arbeiten kann. Und tadadada! Das ist das Paket, was wir gleich zusammen auspacken werden. Da ist nämlich mein Buch drin. Und falls ihr euch fragt, was hier so laut ist, das ist das Ding da oben, der Lüfter. Das ist die Heizung hier und die macht leider immer ein bisschen Krach. Aber ich glaube, das vertragt ihr. Ich habe übrigens gerade ganz spontan für heute noch einen Termin reinbekommen. Eigentlich wollte ich heute wirklich den ganzen Tag Bürokram machen, Überweisungen, lauter so ein Kram. Und dann eben Wölbchen abholen und Kanto reiten. Jetzt hat es sich aber gerade ergeben, weil der Schnee so schön ist, dass ich noch ein Shooting haben werde. Heute ganz spontan ein Stündchen. Und zwar mit der Alexandra Ewang. Wir planen nämlich eigentlich schon seit, ich glaube, 3 Jahren im Schnee zu shooten. Und es war nie genug Schnee da. Es war nie so schön. Es hat nie zeitlich gepasst. Aber heute ist Schnee da. Und deshalb wird es mit dem Kanto ein kleines Schneeshooting geben. Ich mache mir jetzt noch ganz schnell einen Kaffee. Und dann packen wir zusammen das Buch aus. Ich bin so mega aufgeregt. Es ist so irre, sich vorzustellen, dass ich wirklich ein Buch geschrieben habe. Ich habe das ja auch zwischendurch dann Korrektur gelesen, was ich so geschrieben habe. Also wenn das dann so als PDF bzw. als fertige Seite kam, dann liest man das ja alles irgendwie immer nochmal und nochmal und korrigiert immer nochmal was. Und manchmal dachte ich mir, das kann ich gar nicht geschrieben haben. Das hört sich ganz lustig an oder das hört sich ganz fundiert an oder... Irgendwie war ich überrascht, was ich da so zusammengeschrieben habe. Naja, ich werde euch das Buch gleich auf jeden Fall zeigen. Hier habe ich übrigens Bilder dekoriert, die ich auf der Partnerfahrt von euch geschenkt bekommen habe. Und wundert euch bitte nicht, dass mein Glas dreckig ist. Welcome to Chaoshausen, da war gestern schon ein Kaffee drin. Aber ich habe vergessen, die Gläser mit nach Hause zu nehmen zum Spülen. Deshalb leider heute ein benutztes Glas. Wer da ist? Czalinski! Haben wir uns so lange nicht gesehen, dass du so aufgeregt sein musst? Sitz! Ja, feiner! Hallo! Ich muss hier im neuen Büro irgendwie noch Drehlocations finden. Kaffee ist gemacht. Wie ihr es von mir gewohnt seid, eine Milchsuppe, leider ohne Instant-Kaffee und mit so Kapseln, aber fürs Büro geht das auf jeden Fall. Und hier ist das Hashtag Ponyliebe Buch drin. Und ich bin so mega aufgeregt, das jetzt aufzumachen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Boah, ich habe so Angst, dass das scheiße aussieht. Wahrscheinlich sieht es nicht scheiße aus, aber es ist echt komisch. Ich fühle mich halt null wie so ein Autor. Ich habe immer gedacht, Autoren sind so fähige Menschen, die irgendwie, ja, keine Ahnung, wirklich was zu sagen haben. Irgendwie habe ich auch wirklich was zu sagen. Aber kennt ihr das, wenn ihr euch selber eigentlich immer nicht so vorkommt, wie ihr seid, sondern ja, irgendwie einfach chaotischer und so? Naja, lange Rede. Ich gucke erstmal so. Ich traue mich gerade nicht, das rauszuholen. Okay, ich hole es einfach raus und zeige es euch. Seid ihr bereit? Ich gucke es mir einfach noch nicht an. Das ist mein Buch. Tada! Ist das krass? Ist das krass? Das ist so krass, das in den Händen zu halten. Es fühlt sich mega hochwertig an. Ist halt ein richtiges Buch. Logisch, sollte ja auch ein richtiges Buch werden. Ich finde das mega schön. Die Ecken hier sind so rund. Und ich würde sagen, wir blättern jetzt einfach einmal durch. Da die Frage jetzt garantiert von euch kommen wird, nehme ich sie einfach, bevor ich da mit euch reingucke, einmal vorweg. Ich packe euch alle Infos zu dem Buch unten in die Infobox. Und offiziell erscheinen wird dieses Buch am 14. Februar. Eventuell wird sich das ein paar Tage verzögern, weil das hier noch repariert werden muss.
beziehungsweise neu gedruckt werden muss. Aber so circa am Valentinstag wird das Buch erscheinen. Und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen bei mir im Ponyliebe-Shop. Das blende ich euch hier einmal ein. Und wenn ihr das Buch bei mir im Ponyliebe-Shop bestellt, dann ist es bis zum Valentinstag auch garantiert ein handsigniertes Exemplar. Ich werde all die Bücher, die bis dahin bei mir im Shop bestellt werden, handsignieren, euch viele Grüße reinschreiben. Und diese handsignierten Bücher, die gibt es eben nur im Ponyliebe-Shop bei mir. Oder die könnt ihr halt bekommen, wenn ihr eine Lesung von mir besucht. Und da kann ich euch auch direkt einen Termin verraten. Ich bin nämlich am 9. Februar, also eigentlich bevor das Buch erscheint, in Frankfurt bei Hugendubbel. Hugendubbel? Hugendubbel? Hugendubbel. Naja, auf jeden Fall bei dieser Buchhandlung. Auch die Infos packe ich euch unten in die Infobox. Da gibt es eine Lesung, die ist gratis. Das heißt, ihr könnt einfach umsonst vorbeikommen. Ich erzähle da ein bisschen was über die Pferde und mich. Ich lese ein bisschen was aus dem Buch vor. Und ja, ihr könnt da natürlich das Buch dann auch schon kaufen und bekommt da natürlich dann auch eine Signatur rein. Also das sind die Möglichkeiten, die ihr aktuell habt. Und jetzt gucken wir das Schätzchen mal an. Das ist mega aufregend. So krass, weil ich habe letztes Jahr im Januar dann angefangen. Ein Jahr Arbeit stecken da drin. Ich bin voll die Heulsuse. Von außen ging das noch. Jetzt habe ich das gerade die erste Seite aufgeklappt, irgendwie mit den Widmungen, bin irgendwie Tränchen in den Augen. Bisschen Sensibelchen. Ich habe da schon echt ganz schön viel Liebe reingesteckt. Und was ich vorhin gesagt habe, so von wegen, man hat das Gefühl, Autoren haben was zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwie eine ganze Menge zu sagen habe, aber das bei mir selber immer so ein bisschen unter den, ja, mein Licht unter den Scheffel kehre, oder wie sagt man das? Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie ist das total skurril, dass dieses Buch wirklich hier liegt. Und als ich jetzt gerade diese Widmung gelesen habe, war das irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen emotional. Ich glaube, ich könnte jetzt auch 2-3 Stunden damit verbringen, das einfach durchzublättern. Ich glaube, ihr kennt mich ganz gut und ich bin eigentlich niemand, der so vor Stolz platzt oder generell der Meinung ist, dass er nur coole Dinge macht oder so. Aber das jetzt so in Händen zu halten, ist schon echt ein richtig, richtig cooles Gefühl. Und dass das vor allem irgendwie so mit dem Thema geklappt hat, was mir eben am meisten am Herzen liegt, mit den Pferden. Ich habe früher so in meinen Fernsehzeiten und so viel probiert, irgendwie um Erfolg zu haben und Dinge richtig zu machen und gut zu sein in dem, was ich tue. Aber hatte da halt nie so eine richtige Passion. Und jetzt irgendwie ein Buch in Händen zu halten, wo ich darüber schreibe, was ich am meisten liebe, ist einfach crazy und gut. Und zeigt, glaube ich, auch, dass man an die Sachen glauben sollte, die einem wirklich am Herzen liegen. Und dass man das machen sollte, was man wirklich liebt. Und ja, bevor das Ganze jetzt hier ein philosophischer One Week With Me Start wird, würde ich sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Bürokram und dann düsen wir auch los, das Wölpchen holen. Mega krasses Winterwunderland. Guckt euch das mal an, wie schön die Bäume aussehen. Zum Hängerfahren tatsächlich eigentlich absolut suboptimal. Die Straßen sind jetzt zum Glück tatsächlich gestreut. Ich habe mir jetzt eine Zeit lang Gedanken gemacht, ob ich Wölpchen heute überhaupt holen soll. Aber die nächsten Tage sehen nicht besser aus und ich glaube, sie möchte einfach auch nach Hause. Und deshalb heißt es halt vorsichtig fahren. Klar, ich habe Winterreifen drauf, ich habe Allrad und ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen.
auch hier in der Pferdeklinik Leichlingen, Winter Wonderland. Boah, so viel Schnee sind wir gar nicht gewohnt. Ich bin aber sehr, sehr gut durchgekommen, konnte gut fahren. Das heißt, für die Rückfahrt bin ich extrem beruhigt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, das Wölbchen zu sehen und ihre Zahnlücken und ihr einmal feste den Kopf zu streicheln und sie festzuhalten, aufzuladen und nach Hause zu fahren. Da bewegt sich schon was. Hallo Maus! Hallo Maus! Guten Tag! Ein süßes Wiehern von dir, hallo! Guten Tag, meine Schöne! Ein etwas gequältes Brummeln von Wölbchen noch. Ich glaube, ich muss ihr jetzt erstmal beibringen, dass sie die nächsten Tage am besten nicht die ganze Zeit Nose macht, Nose macht, Nose macht. Das ist ja bei ihr sonst so typisch. Ich glaube, das könnte ihr wehtun, aber das werde ich jetzt gleich mit dem Tierarzt einmal besprechen. Und wollt ihr mal was Fieses sehen? Das sind Wölbchenzähne. Zwei Stück sind ja jetzt erstmal rausgekommen. Wie gesagt, es werden da wahrscheinlich noch einige folgen, wenn nicht alle Schneidezähne. Aber jetzt sind erstmal zwei draußen und die wurden mir jetzt hier so präpariert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir die langfristig auf den Schreibtisch stellen werde, aber ich wollte euch die zumindest einmal zeigen. Ansonsten habe ich jetzt auch noch Medikamente bekommen. Sie bekommt Antibiotikum und Schmerzmittel, damit sie das Ganze gut übersteht. Aber aktuell muss ich sagen, gefällt sie mir ganz gut. Sie sieht munter aus. Wirkt auch relativ gut drauf. Und das ist ja erstmal das Allerwichtigste. Aktuell sehe ich auch noch nichts von ihrer Zunge, aber ich glaube, das passiert tatsächlich nur, wenn die Ponys entspannt sind. Und jetzt warte ich noch kurz auf den Doc, dass wir nochmal ein Nachgespräch führen. Und dann wird aufgeladen und nach Hause gefahren. Und was ich echt super lustig finde, schaut mal, was hier steht. Nur Alpengrünmesh. Das liegt natürlich nicht an meiner Kooperation mit Agrop, sondern daran, dass eben hier in der Klinik auch Alpengrünmesh gefüttert wird. Und da bin ich natürlich sehr, sehr beruhigt, dass das Wölbchen so gut versorgt wurde. Ansonsten darf sie jetzt auch schon Heu essen und was sie sonst noch darf, das werde ich jetzt gleich erfahren. Ich bin so mega glücklich, meine Maus wieder mit nach Hause nehmen zu können. Ich habe ihr gerade jetzt einmal ein bisschen ins Maul geguckt, das sieht schon noch ein bisschen fies aus. Muss halt auch noch entsprechend verheilen. In 10 Tagen fahren wir wieder hierhin, einmal zur Nachsorge. Aber jetzt geht erstmal nach Hause. Weißt du, was da wartet? Ein riesengroßer Eimer Mesh. So, da ist das Wölbchen. Wir sind gerade angekommen. Guck mal, wer auch angekommen ist. Hallo. Die Alex. Das ist heute alles ein bisschen, spontan, ein bisschen Chaos. Ich habe jetzt auch für den Weg länger gebraucht als geplant. Aber die Alex ist ein Vollprofi und die macht das schon schön. Ich habe noch einen Poncho. Ich habe eigentlich kein Outfit. Ich wollte eigentlich noch nach Hause ein Outfit holen. Habe ich nicht, aber wir kriegen das schon hin. Wir machen das schon irgendwie schön. Zur Notunschärfe und so. Ich liebe die Frau so sehr. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ne, dass das hier echt ein bisschen spontan ist. Aber wie kann es sein, dass diese Fotos trotzdem aussehen, als hätte man das einen Tag geplant? Ist doch voll süß. Voll schön. Finde ich cool. Guck mal drauf. Sieht man das so? Ja. Okay. Der könnte die voll schön. Könnt ihr noch mal einmal euch auch noch hier? Ja. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing? Try.
Die ist total süß, das Wölbchen. Sieht man hier ihre Zahn? Oh, nein. Oh, Schatz, wolltest du es mal präsentieren, wie das so aussieht? Gar nicht, die sieht das aus wie Schrottzinger. Steckst du einfach Heu rein und fällt es gar nicht auf. Oh, soll ich noch mal was sagen, Leute? Eigentlich möchte ich sagen, ich muss ich das posten. Ja, das hier kannst du ja machen, kann ich dir später schicken. So sieht das jetzt übrigens aus. Der Stand der Dinge. Ist den Leuten denn schon Spitznamen eingefallen? Oder ist doch irgendein Besuch? Wegen Lücke. Zwammut. Das habe ich hier super cool geplant, möglichst nah an den Misthaufen ranzufahren. Ich weiß noch nicht, ob das so klappt. Jetzt stehe ich mitten in der Scheiße. So, wird aber gehen. Dieser ganze Tag ist ein bisschen anders verlaufen als ursprünglich geplant. Wie gesagt, eigentlich wollte ich Büro und alles Mögliche machen. Jetzt hatten wir das Shooting. Aber ich bin mega erleichtert, dass es Wölbchen gut geht. Ich habe den Doc auch gefragt, ob es okay ist, dass wir mit ihr noch ein paar Fotos machen. Aber sie wirkt tatsächlich extrem fit. Sie wirkt unheimlich entspannt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie froh ist, keine Schmerzen mehr zu haben. Das merkt man ihr ganz deutlich an. Und das Shooting mit ihr hat jetzt insgesamt, glaube ich, 10, 11, 12 Minuten gedauert. Also auch nichts, was sie belastet. Sie darf ja jetzt auch schon Schritt gehen und jeden Tag aufs Paddock gehen. Also demnach keine schlimme Belastung, falls sich da jetzt jemand Sorgen macht. Ich mache jetzt den Hänger ganz schnell sauber, dann gehe zurück ins Büro, dann google ich nach meiner neuen Kamera, fahre zurück in den Stall, reite in Kanto, dann habe ich noch Mädelsabend und dann lasse ich den Abend mit Philipp und mit Charlie ausklingen. So, und jetzt erstmal Kacke schaufeln. Okay, das ist nicht nur von heute, ich habe es in der Klinik nicht sauber gemacht, aber... Oh. Wölbchen ist eine Kackmaschine. Ja, ist doch, guck dir das doch mal an. So viel kann doch kein Pferd äppeln. Die ist eine Dame. Ich muss dir mal sagen, dass Mädchen nicht aufs Klo gehen. Offiziell. Aber das sieht anders aus. Das sieht nicht so nach Dame aus. Das riecht auch nicht nach Dame. Nee, nicht so richtig. Sagen, Frauen können nicht einparken, ne? Warum erfindet dafür eigentlich kein Hängerhersteller irgendwas Besseres? Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon hier dran gekurbelt. So habe ich noch an nichts anderem gekurbelt in meinem Leben. Oder? Ich bin übrigens mega froh, dass der Philipp mich bei sowas immer unterstützt. Ich sehe nichts wegen der Sonne, die ist so hell. Wo gucken wir hin? Boah, du riechst ganz schön nach Alex Parfum. Die hat mich umarmt. Mhm. Zurück im Ponyloft. Charlie, wo bist du denn? Der Charlie, da seht ihr übrigens mal einen Müllhaufen, den ich wegräumen muss. Charlie ist auch da. Ihr werdet von Charlie in den nächsten Tagen auch noch viel mehr sehen, weil der Philipp ab morgen jobmäßig weg muss für 3 Tage. Und dann werde ich mich um den Charlie kümmern. Ich habe mir jetzt ein sehr, sehr spätes Mittagessen organisiert. Ein Salat, weil ich nachher noch Pizzaabend habe. Muss das jetzt reichen. Da vorne seht ihr übrigens noch mehr Kartons. Das sind die Kartons, die wir noch entsorgen müssen. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Büroarbeit machen. Habe mir jetzt direkt erstmal meine Heizdecke zurückgeholt. Die hatte der Philipp sich nämlich gemopst. Ich bin jetzt wieder im Stall angekommen. Der Cagnolino steht schon da und ist ein bisschen frech. Hey, hast du mich gezwickt? Im Moment hat er wieder seine Zwickelphase. Da gibt es immer Ärger, wenn er das macht. Das macht er aber auch hauptsächlich, wenn ich die Kamera da habe, weil dann weiß er, dass ich nicht durchgreife. Ne? Mhm. Da hinten steht übrigens die Mandy und wärmt sich unterm Solarium. Ich werde die Kante jetzt ganz schnell putzen und dann wird der Kante noch geritten. Das Wölbchen darf heute ja nur Schritt gehen, deshalb geht die gleich nochmal in die Führmaschine eine halbe Stunde. Und dann haben wir heute Abend was? Ein Ponymädelsabend. Genau, Pizzaabend im Stübchen. You're always searching for a better thing. Wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Kanto kriegt gerade das volle Verwöhnprogramm. Mandy betüdelt ihn, ich betüdel ihn und von oben Sonne. Ich glaube, das ist das perfekte Hengstleben. Struggle, baby, I see pain. 'Cause I got nothing. Can someone tell me they see good in me? There's good in me.
Ich sitze jetzt auf dem Cantolino drauf und der muss jetzt heute langsam mal wieder ein bisschen mehr machen. Nächste Woche haben wir nämlich einen sehr, sehr coolen Lehrgang, auf den wir fahren. Und zwar fahren wir zu Andrea Bethke und haben da einen, naja, Dressurlehrgang, aber eben nicht so ganz klassisch Dressur. Ihr könnt euch das alles unter Playful Piaf einmal anschauen. Ich bin da selber mega gespannt, was genau wir machen. Auf jeden Fall muss der Cantolino bis dahin jetzt mal ein bisschen wieder was tun. Und ich habe uns heute ein bisschen was zum Spielen aufgebaut. Tada! Eine kleine Reihe aus Cavalettis und Kreuzchen und einem kleinen Steilsprung. Und zwar seht ihr hier ein Cavaletti, dann das Kreuz, dann im Prinzip mit einem Galoppsprung mit der Stange dazwischen wieder ein Kreuz, ein Galoppsprung und der Steilsprung. Damit wir ein bisschen flexibel werden und unseren Popo bewegen. Ne Cantolino. Und er so, nö. Der war richtig, richtig gut, wie ein kleiner Flummi-Mann. Ist tatsächlich leider so ein bisschen hinterm Bein geblieben, aber ich hatte das Gefühl, er hat sehr viel Spaß. Und als wüsste er, dass die Kamera an ist, macht er jetzt ein bisschen einen Otto. Weil, schaut mal, wer da steht. Das Wölkchen. Und ich glaube, er freut sich genauso sehr wie die kleine Maus, dass sie wieder da ist. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Die war jetzt gerade noch in der Filmmaschine. Und jetzt werde ich sie noch ein bisschen betüdeln. Aber vorher wird erstmal der Canto zu Ende versorgt. Und dann wird viel, viel Pferdesuppe für euch gekocht. Gute Idee? Ich glaube, er findet, das ist eine sehr gute Idee. So viel Pony-Liebe. Du Kasper. Und da ist das Wölkchen. Du kannst ja noch gar nicht flehmen. Doch, du kannst schon wieder flehmen. Mit der Zahnlücke. Habt ihr die Zahnlücke gesehen? Da hängt ganz viel Heu drin. Ich weiß nicht, ob da immer Heu drin hinhängen wird. Aber im Moment hängt da Heu drin. Was war auch an der Tamponade. Im Moment riecht sie auch noch ganz schön nach Klinik aus dem Mund. Aber wie süß sie ist. Oh, sie ist schon wieder frech. Das heißt, ihr geht's gut. Und die freut sich, glaube ich, sehr auf ihre Pferdesuppe. Aber vorher wird jetzt noch ein bisschen geschrubbt und geputzt und das Fell rausgebürstet, ne? Ja. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate. Anytime you're beside me, yeah, it's what you do to me. I can barely breathe.
I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, 'cause I can concentrate. Herzlich willkommen in meiner kleinen Hexenküche. Das hier ist der Eimer vom Cantolino. Da ist Alpengrünmesh drin, das seht ihr hier oben. Außerdem Kraftpaket. Und das ist der Eimer vom Wölbchen. Da ist nur ein ganz, ganz klein bisschen Kraftpaket drin. Dann unter dem Alpengrünmesh habe ich noch was versteckt. Das gibt es offiziell noch nicht. Außerdem bekommen beide das Omega 3 Pur von Agrops. Das ist dieses Öl. Eine Mischung aus Drachenkopföl, Kamelinaöl und Leinöl. Das ist neu auf dem Markt. Cantolino bekommt außerdem dieses Immustim. Das ist ein Immunpulver und das bekommt er, weil er ja diese Infektion hatte. Da merke ich tatsächlich jetzt seit 1, 2, 3 Tagen so gut wie nichts mehr von, beziehungsweise wirklich gar nichts mehr. Aber er bekommt das Pulver jetzt noch zu Ende. Und Wölbchen bekommt aktuell natürlich Medikamente gegen die Schmerzen und damit sich nichts entzündet. Und das rühre ich den Ponys jetzt schnell an. Ihr Lieben, mein Akku sagt 0 Minuten über. Wahrscheinlich geht einfach gleich die Kamera aus. Dieser Vlog ist also hiermit beendet. Ich hoffe, dass euch der Tag Spaß gemacht hat mit den Ponys im Büro, mich einfach mal den ganzen Tag zu verfolgen. Wir lassen uns jetzt die Pizza schmecken und wir, ihr Lieben, wir sehen uns schon morgen im nächsten Video. Tschüss! Sag mal tschüss. 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 Victoria. Miki sagt nicht tschüss. Ich bin ja nicht auf dem Video. Du bist so. Tschüss, Keks. Tschüss.